So, hallo meine Fotzi-Bärchens, ich bin wieder der Gorminister und heute ist Buddy-Tag! 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 Von den Fickern und von Depression und wir ziehen mal so ein bisschen durch die Lande. Was ansteht, weiß ich noch gar nicht, weil die haben das alles geplant. Finde ich sehr gut und jetzt treffen wir uns erstmal mit denen und dann schauen wir mal, was der Tag so bringen wird. Sprungschnitt. Jetzt noch mal Ping. Ah, er macht es doch. Sie sind alle da und ich trage jetzt ein beschissenes T-Shirt in rosa, aber das wird sich dann später noch herausstellen, was es damit auf sich hat. So, hier. Ja. Ping. Ah, gar nicht mal so lecker. So, weiter hier, Ping zu Ping. Na, heute mischen wir mal alles durch. Halt mal die Dose dahin. Dann wird das noch mal richtig asozial. Ping, warte mal. Boah, das nächste, was gar nicht mal so lecker ist. Ich bin ja eher nur so der Biertrinker. Ich habe das böse Gefühl, dass es eskaliert heute. Weiter geht's hier, ne? Ping. Heute könnte ich es schaffen, den Counter zu knacken. Wir bleiben da mal dran. Und hier ist der Major Maggot Feeder. Ich grüße euch, Leute. Cheers. Wie der Gorminister sagt, ist Ping, ne? Wir gehen jetzt feiern und saufen und ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das wird ganz, ganz übel jetzt hier. Ey, Ping, ne? Die Kamera lässt du draußen, damit wir das nicht. Der Tobi senkt durch die Nacht. Boah, ist das so ganz schlimm, ey. Das weiß ich nicht. Und Black Number One. Ich muss jetzt singen, ey. Black Number One von Turbo Negative, ganz gut. Und dann den zweiten, das... Der beste Song das ever. Das entbehrt jeglicher Substanz. Ein bisschen Niveau wollten wir haben. Und ja, das ist schon mal eine gute Wahl. Sind wir hier heute mal im Studio, Ping. Die ganzen hinteren Part da, ja? Depression und Kadaverficker zersingen einen sehr, sehr, sehr bekannten Song. Ich möchte mich auch im Vorfeld jetzt schon dafür entschuldigen, aber es ist eigentlich ganz lustig, ja. Hört euch die Kakophonie des Grauens selber mal an, das ist ganz fürchterlich. Ja, jetzt bin ich in so einem Studio gelandet und meine Freunde zwingen mich, so einen Müll zu singen. Das finde ich nicht so gut. Was das für ein Müll ist, das weiß ich nicht. Packe ich vielleicht noch in das Video rein. Vielleicht seht ihr es aber auch separat. Man wird abwarten. Das ist aber echt, jetzt ist der Krebs der Musik. So, jetzt fertig. Es ist immer sehr schlimm, wenn man Songs singen muss und dafür nur eine Stunde Zeit hat oder so und das einfach irgendwie einrotzt. Und es kein Death Metal ist, das ist das große Problem an der Geschichte. Und ich schwöre euch, wenn das geleakt wird, ey, dann, boah, das ist eine Hurensöhne, echt. Heute hasse ich meine Jungs so ein bisschen doch auch. Witzig, ja, haha, witzig, hahaha, Helene Fischer, hahaha. Jetzt geht's weiter, sitzen wir im Taxi auf dem Weg zur nächsten Destination. Keine Ahnung, was da geht, auf jeden Fall. Destination Death. Auf jeden Fall war das jetzt schon mal, ja, was soll ich euch sagen, ey? Dass, wenn das geleakt wird, dann, ich weiß nicht, ich bin mir noch nicht sicher. Leak ich das selber, machen meine Jungs das, ich weiß es nicht. Das alles und noch viel mehr sehen Sie in der nächsten Folge von durch HBO's. HBO's durch die Nacht mit dem fucking Gorminister, ihr Hurensöhne. So, jetzt geht's hier weiter und wir haben auch einen Stargast hier heute. Stargast? Ja doch, Stargast hier von Wild Thing. Hallo. Der Benne. Hallo. Der macht auch einen ganz netten YouTube-Kanal. Den könnt ihr auch abonnieren, das verlinke ich euch dann unten drin. Ne? Da schön Abo klicken und Glocke nicht vergessen. Und jetzt darf der Benne auch nochmal alleine was sagen. Hallo, Gorministers Viewer. Ich habe schon 3 Bier getrunken. 3? Ja, das ist für mich, weißt du. Oh. Nein, was geht so? Was geht so? Sehen wir dich auf dem Death Feast oder Death Fest? Nein. Nicht? Nein, ich bin ja kein Death Metaller. Nein, bist du doch. Ich habe ein The Fog T-Shirt an, das passt heute, aber. Aber ich bin ja eigentlich kein Death Metaller. Also Ball True, okay, aber wenn du mit mir mit Grave kommst, fange ich an zu kotzen. Insofern.
Ja, dann ist ja. Woher bist du denn hier, Herr Gorminister? Ja, ich bin heute hier. Das kann ich jetzt noch nicht so leaken für das Video. Das kommt später. Nein, ich meine für welche Bands? Ach, für welche Bands? Nee, ich bin heute gar nicht wegen dem Nord Open Air hier. Nein, weil die Jungs haben, wir haben heute Buddy-Tag. Buddy-Tag. Und aber auch noch einen anderen Grund, den darf ich aber jetzt noch nicht verraten. Der kommt am Ende dieses Videos. Das werdet ihr dann sehen. So, Foto-Session. Nochmal Selfie machen hier und jetzt hier Bier. Und hier ist nochmal, kennt ihr vielleicht aus der letzten Episode? Kennt keiner. Die beiden. Und schon wieder da. George Michael, ihr wisst Bescheid. So, tschüss. So, jetzt hier auch ausfüllen. Richtig ausfüllen. Und hier haben wir noch schöne Klanggeräte. Da kann man dann so. In so einem Panic Room, ich bin hier auf der Toilette, muss mal Pipi machen und gleich müssen wir Rätsel lösen. Und ich bin immer schlecht, wenn es um Gehirn geht. Aber ich denke heute Abend, ich kriege das hin. Okay, USA. So, wir sind jetzt hier in so einem Laboratorium und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind nicht die Schnellsten gewesen, aber wir sind nicht draufgegangen. Wir haben hier richtig alles zusammengemischt und irgendwelche Leichenteile seziert und hier so Gedöns fertig gemacht. Und ja, Kilian hat auch, hier der Corporal hat auch alles gut gemacht. Aber durch den ersten Mal, wer sieht, ja, so sieht's aus. Jetzt hier, wir haben es geschafft. Die anderen sind noch drin, habe ich gerade gehört. Und die werden voll verlieren, deswegen haben wir gewonnen. USA! Gerade Zombie-Apokalypse über die jetzt hier wieder weiter. Pink! Lecker, lecker, lecker. Trinki, trinki machen. Ja, das ist ein ziemlich schwuler Junggesellenabschied. Auf jeden Fall der Chorminister, der Swagminister, sich weigert, sein Shirt zu zeigen. Er schämt sich da ziemlich für. Und das ist schon ziemlich gay. Das ist schon ziemlich gay von ihm. Nein, das ist richtig. Das ist erbärmlich. Ihr seht es euch an, es ist pink und fluffig. Es ist erbärmlich von dir. So, und hier haben wir auch den Chris. Der Chris hat mich letztes Wochenende zur Burger King gebracht und hat mir überleben geholfen. Ich glaube, es ging noch, oder? Ja, ging noch. Hallo erstmal. Hier, Prost. Prost. Ping, ne? Ping, genau. Und auch du, Ping. Die arbeiten noch. Jetzt sind wir hier in eins nice Restaurant. Restaurant. Vom Restaurant her und schön Palette essen jetzt. Wenn ihr wisst, ach ja, wir müssen nicht vergessen hier. Ping. Pong. Ach ja, hier. Mal zusammen anstoßen hier. Fremden fällt sich aus dem Ping-Wettbewerb raus. Ping. Hat eh schon verloren. Pong. Buddy-Tag. Ja, nach dem Essen hier Ping, ne? Mensch, das ist ja irgendwie sowas studiert. Ja. Das wusstest du nicht. Ja, natürlich bin ich studiert. Ihr Hurensöhne. Hier ist der Major Maggefeeder und hier machen wir nochmal Ping Miss Sophie. Hier, Ping. Pingy Ping. Ich glaube, heute schaffe ich den Rekord. So, jetzt haben wir hier auch echt mal Drachis gefunden. Guck mal hier. Der lordige Lord. Der ladige Lad. Der Drachenlord. Und wisst ihr, wer auch hier ist? Ihr werdet es nicht glauben, aber da ist Rebecca. Was ja, geht? Schönen guten Tag. Hallo, Metal-Leute. Ne? Servus und herzlich willkommen. Beim Gorminister. Beim Gorminister. Nicht beim Drachen, ihr Hurensöhne. Was? Wie? Kein Bier-Counter? Ja, doch. Ping. Ping, ne? Der möchte lieber Kack am Mai haben. Mm. Diese eklige Scheiße flößt mir schon den ganzen Tag ein und es wird aber auch nicht besser. Oh, schöne Zukunft mit Petrov, ey. Da kommen wir noch nicht weiter vor, weil hier ist es sehr, 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 sehr voll. Es ist sehr voll. Es ist sehr voll. Wir haben noch ein
gehört. Servus, Leute. Hallo. Alles Fettes, gut. Servus. Und auch so. Alles was, gut ja, hier. Was hast du zu sagen? Oh, ist geil hier, mal wieder in Essen zu sein. Nordomer, Kraftspiele in Thun. Besser könnte es nicht laufen. Altbier in der Hand. Besser als die scheiße Schnauder, was sie hier verkaufen. Ja. Und schon geile Bands gesehen. Gleich noch hier Hardcore Superstar und danach noch hier Innovator. Heute geht's richtig ab, Leute. Richtig ab. Ja. Und hier ist der Marc Mickelei. Marc von den Freshen. Marc von Ui. Was ein Buddy-Tag hier, wen triffst du in Essen, live aus Nürnberg hier. Der Filmelf, der kennt mich doch bereits. Ja. Aus Durch die Nacht, Volume 17, 16. Keine Ahnung. War dabei und heute exklusiv wieder mal hier auf dem Nord-Open Air, Leute. Saufne. Und hier ist auch der Watti von Chaos Descent, eine NRW-Death-Metal-Legende. Sag mal was. Komm, weiter geht's durch die Nacht. Jetzt Arschloch. Wo zum Fick kommt oh, der Glitzer her? Glitzert, ey. Frag mal mein Gesicht. Keine Ahnung. Von da hinten irgendwo. Von Gesicht aufs Arschloch. Von 1 Gesicht, genau. Von 1 also. Gesicht auf 1 Loch. Ja. Loch an Loch und hält doch Arschloch. So, ich bin schon leicht zerstört, aber das hält uns natürlich nicht davon ab, weiter durch die Nacht zu filmen. Hier haben wir zum Beispiel die Cori. Den kenn ich. Die geilste Ü30-Jährige der Welt. Was bitte hast du da an? Hör auf, die Leute wieder zu filmen. Da kommt mir da nichts Böses. So, Lustlord 1510 hier, das ist ein Hater, ey. Hör euch, kommt zu mir. Alter, schau mal weg. 9171 Emskirchen. Ja. Ich brühe die Scheiße aus euch ich raus. Ich brühe die Scheiße aus euch raus. Und hier haben wir nochmal den Adrian und seine Olle. Meine Freundin. Die Linda. In NRW nennt man das Olle. Und Ollen. Ja, in Hessen kommt das nicht so gut, wenn man das Olle nennt. Echt nicht? Nee, das da ist sie die Olle. Nein, ich komme natürlich aus NR fucking W, Dortmund. Also ich bin ja geborener Ossi. Also Ossi, was? Ich komme aus Osten. Ja, ich komm wo lang da? Sag mal. Sachsen-Anhalt, Nähe von Eisleben. Entschuldigung. Eisregen? Eisleben kenne ich, war ich schon mal. Eisregen. Eisleben, nicht Eisregen, das ist die Band. Das ist die Band, ne? Ja. Wir können ja mal noch andere Leute fragen. Wir können ja zum Beispiel ihn fragen, was hältst du hier von, hallo, was hältst du von dem ganzen Geschehen? Alles super. Ja. Die Kamera doch mal in die Nase. Ja, doch, was hältst du, ja, wie in die Nase hier. Was hältst du davon? So, wir halten der Frau jetzt die Kamera einfach in die Nase. Was hältst du hier vom Nord-Open Air? Alles gut. Und du? Die ist nicht so gesprächig. Guck mal hier am Pissoir. Hier schön. Hier ist das, wie nennt man das nochmal? Taverne des Pissens. Die Piss-Taverne. So, wir sind alle und ja, du lachst schon so. Ja, nee, wenn du lachst. Du musst jetzt auch was hier zu der Situation sagen. Nein. Auf Wiederhören. Diese Toilette wird in nächster Zukunft umgestoßen. Minister, Filmelfruf. Ja, hör mal. So, ja, der was? Junge hier verteidigt ja? Bis aufs Blut das Stauder hier. Nicht bis aufs Blut. Stauder. Ja, davon habe ich heute und gestern schon gekotzt, nur vom Geschmack her. Ja gut, weil er hat auch zu viel gehabt. Aha. Mag es vielleicht daran liegen, dass dieser Herr zu viel davon hat. Mag es daran liegen? Das erfahren Sie nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Nein, aber im Ernst, also Stauder ist wirklich als Pilz, ist es wirklich vom Geschmack her. Also was man so von einem Pilz eigentlich früher erwartet hat, nämlich dass es einen eigenen Charakter
Charakter hat. Und diese Staude hat einfach einen Charakter. Es hat einen eigenen Charakter, weißt du, was ich meine? Ja. Es hat sein eigenes Aroma, seinen eigenen Geschmack. Du könntest einen Krombacher, einen Bitburger, einen König, alles könntest du da hinstellen und daneben Stauder und du würdest das Stauder immer rauserkennen, weil es einfach einen eigenen Charakter hat. Den Charakter muss man nicht mögen, aber es ist ein eigener Charakter und das meine ich mit, ein gutes Bier macht für mich aus, dass es einen eigenen Charakter hat. Ja, aber wenn du genau diese Biersorten da stehen hast, dann macht der Stauder genau das, was es heute auch getan hat und auch gestern. Jedes Bier würde ich hinterschütten, aber sobald ich einen Stauder habe, werde ich kotzen. Blablabla, der hat einfach zu viel getrunken. Das ist die Magie an der ganzen Geschichte. Was sagt der Kuhn-Minister? Ja, was? Habe ich gekotzt? Habe ich gekotzt? Wie finden Sie das Nord-Open Air? Entzoomt? Gut? Gut, ich finde das gut. Was hältst du hier vom Nord-Open Air? Finde ich ganz toll. Findest du ganz toll? Mhm. Ja, aber da kannst du noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, also die Toiletten sind super und alles andere auch. Nur mein Bier ist mir gerade verschütt gegangen. Also mein Tag ist im Eimer. Ja, Bier verschütten ist nicht gut. Was sagen Sie dazu? Finde ich ziemlich scheiße. Herr Dixie, was sagen Sie dazu? Das ist auf jeden Fall Metal Dixie aus Heidinghaus. Hier kann man sehen, ne? 02056. Ja, 02056, ja. Heidinghauser Vorwahl, ne? Und genau, du hast es gerade, mach es nochmal bitte einmal. Jetzt. Das ist Heavy Metal Dixie, ne? Ja, sicher. Das ist Metal Dixie. Auf jeden Fall Metal Dixie. Und wenn du da drauf gehst, irgendwie, ne, dann bekommst du die volle Dröhnung. Ja. Also, das war jetzt mein Kommentar hier zu diesem Festival. Ja. Das ist sehr schön. Und sehr schön. Nee, meine Nase nicht. Das also, ist ja irgendwie Metal Blechzone. Muss ich wieder irgendwelche Nasen zensieren? Das kann ich nicht machen. Nein, das kann ich nicht. Nein, das kann ich nicht machen. Hier ist die Nasenzensur. Hardcore, machen Sie geil. Und hier haben wir noch jemanden, der was sagen will. Die sind scheiße. Ja, ich muss sagen, wen sollten Sie hier viel lieber einladen? Kadaverficker! So sieht's mal aus, ihr Fotzen! Sehr viele Leute. Wir müssen auch ein bisschen mit Leuten sprechen, weil sonst hat das hier alles keinen Wert. Wir sprechen jetzt einfach, hier sagen wir einfach schönen guten Tag. Hallo, Sie sind live im Fernsehen. Wie finden Sie das Nord Open Air? Ehrliche Meinung? Ja. Das ist eine gute, ehrliche Meinung. Das ist sehr gut. Er hat sich auch schon nackt gemacht für die Ladies. Kann man mal hier. Ja, das ist eins. Wenn das, für deinen YouTube-Channel ist, dann musst du ihm die Klicks gebühren. Ach, ihm die Klicks? Erster Personal Trainer. Ja, wie gesagt, man muss Körper trainieren, wie er das hat. Dinner for one.
Da gibt es so einen komischen Kanal. Das sind voll die Obscure Infinity Fanboys. Die machen sehr viel. Die haben aber nicht so viele Abonnenten. Da müsst ihr auch mal abonnieren. Gratwanderung, genau so heißen die. Gratwanderung. Kumpels von mir. Ja, die haben nicht so viele Abonnenten, aber das sind voll die Obscure Infinity Fanboys. Ja? Da bin ich aber auch dabei. Bei dem Summer Breeze Video. Und ja, auch. Ich auch. Ich hatte mit dem Stefan von Gratwanderung auch mal eine Band zusammen. Der war Gitarrist, ich hab gesungen, es ging um Black Metal. Hat nirgendwo hingeführt. Hat aber Spaß gemacht. Viele Bands führen nirgendwo hin, genau wie die Ficker, ihr Fotzen. Ja, die Barkeeperinnen und Barkeeper machen hier echt einen guten Job. Das kann man nicht sagen, die lassen nicht aus der Ruhe bringen. Machen das gesittet und ruhig und ja, einfach nice Dudes und Dudettes. Ach ja, genau, Ping, ne? Willst du was sagen? Hallo, hier haben wir jetzt eine Frau, die auf dem Wagen steht und schön hier, da noch eine, die schön die Biers verteilt. Ihr macht das sehr gut. Dankeschön. Ja. Komm ich im Fernsehen? Ja. Dann werden die alle berühmt. Und jetzt werd, du wirst auch berühmt. Hier, mit dem hier. Oder haben sie alles richtig gemacht? Nein, die machen das richtig gut hier. Die sind relaxed. Die sind freundlich. Und der Ansturm ist ja nicht gerade wenig. Von daher, alles gut. Nord Open Air ist zu empfehlen hier. Daumen hoch vom Minister. Machen das gut, ja. Ein paar Leute hier befragen, wie die das Nord Open Air fanden. Wie fandest du das Nord Open Air? Ziemlich gut. Also wie fandest du das Nord Open Air? Auch gut. Weißt du gut? Ja. So richtig spitzi. Ja. Ja, war okay. Mega. Das ist Stimmung. Wenn da ihr fucking later. Willst du meine Brüste sehen? Ja, doch, Stimmung. Sag mal. Niemand will deine Brüste sehen, Julio. Oh, ja. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Warum bin ich hier? Warum? Stimmung! Wie fandest du das Nord Open Air? Ja, mega geil wie immer! Stimmung! Stimmung, hier waren wir hier! Stimmung! Stau! Da sind wir Ping! Das dann machen wir hier, oh, das ist schwer, das umzudrehen. Hier machen wir hier trinken, ja? Ja! Kommt das auf, auf die neue Episode? Was? Ist ein neues Video? Ja. Die neue Episode hier mit Jens. Ah, Jens Slimpansen. Ja. Hallo. Hallo. Ich bin das. Ibims. Ibims. Ibims, der Jens Slimpansen. Nein. Mal hier, den kenne ich auch. Wo hält ihr den totalen Abfuck? Ihr müsst hier zum Kiosk gehen. Da kaufen wir jetzt ein schönes Geburtstagsgeschenk, weil Becky hat gleich Geburtstag. Ich glaube, sie würde sich freuen über eins Prosecco. Und das machen wir schön hier. Lecke, lecke, lecko. Euer Ping. Ping, ihr Hurensöhne. Ihr wisst genau, was geht, ihr Fotzen. Und haben wir hier am späten Abend nochmal den Halt von Painferno. Was sagst du denn zu der ganzen Geschichte hier? Ist ganz nett, aber nicht unbedingt jedermanns Sache. Rebecca, meine Co-Moderatorin. Das sind zwei Beckers. So sieht's ja aus. So sieht's aus. Oh nein. Und hier haben wir noch den Marc. Ja, aber das finde ich jetzt witzig. Mega. Und hier haben wir noch zwei Rebecca-Rex. Hallo. Ja, die auch machen. Sie macht Fotos und sie macht rum. So, Nico will auch dabei sein. Und jetzt interviewen wir noch mal ein paar Leute, die hier auch auf dem Nord Open Air waren. Wir interviewen die einfach. Hallo, wie fandet ihr das Nord Open Air? Ich war gar nicht drauf. Ich meine, wir waren gar nicht auf dem Festival selber. Echt? Nee. Nee. Sicher, wir waren direkt daneben. Ja, alles super, aber alles geil. Du bist auf YouTube. Oh, scheiße. YouTube will ich nicht. Ich will Fernsehen.
das sehen. Ja, und dann die Frau muss auch was sagen jetzt. Ich mag Kekse. Dann äußert sich jetzt die Frau mit den blauen Haaren zum Nord Open Air einmal. Achso, ja, schon ganz geil gewesen. Es sind die gleichen Leute wie jedes Jahr da, aber Open Total ist schon geiler. Open Total ist geiler? Ja, definitiv, klar. Es ist viel größer, die Band sind egal, aber... Es ist größer, es gibt mehr zu kaufen, es gibt mehr zu machen. Mal Rebecca, ich hab eine Namensvetterin gefunden. Nein, ja, echt jetzt? Aber das wussten wir ja gar nicht. Aber, weißt, aber wisst ihr was, ich kann eine Frau. Ich habe auch einen Namensvetter, der heißt Marc. Ja, aber der ist schon weg. Der ist schon weg. Echt? Ja klar. Die Lutscher gehen immer zuerst. Puste mich mal nicht so von der Seite an. Wer jetzt ich? Nee, er da. Nicht frech werden, Wolf. Woll? 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 Es ist frech werden hier! Es ist sehr schwer, jetzt noch die Kameraführung gerade zu halten. Keep it up alive! Wir waren noch im Black End und jetzt ist eigentlich alles zu spät. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und jetzt abschalten. Abschalten hier, Homo-Potzen. Abschalten. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.